Sehr geehrter Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Stream und auf der Tribüne. Es läuft mir kalt den Rücken runter, was Sie den Schulsozialarbeitern, Kommunen, Eltern und in erster Linie den Kindern zumuten wollen. In meiner vorherigen Rede habe ich mich hier als Verfassungsfundamentalist geoutet. Nun denke ich, dass diese Regierung mich in echte Paranoia treiben will. Ich werde hier noch zum professionellen Neinsager, obwohl ich viel lieber konstruktiv an Lösungen beteiligt wäre. Doch wie soll ich die Position der Regierung zur Schulsozialarbeit denn anders wahrnehmen als sozialpolitische Bankrotterklärung? Alle Fraktionen sind sich doch in der Sache einig, dass Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter einen eminent wichtigen Job erledigen und dass dieses Programm ein geradezu überraschendes Erfolgsmodell ist. Eines der wenigen Erfolge, die im Zuge des Bildungs- und Teilhabepakets erzielt werden konnten. Sind wir da noch immer im selben Boot, Herr Minister Schneider? Sie hatten offensichtlich kein glückliches Händchen im Ringen um die Finanzierung des Bundes bei den Koalitionsverhandlungen. Verdienen Sie hier dafür unser Mitgefühl? Haben Sie denn gerungen oder haben Sie dieses Budget auf dem Altar der Machterhaltung Ihrer Parteikollegen in Berlin geopfert? Haben wir immer noch Konsens darüber, dass dieses Modell eines unserer Erfolgsmodell weiterhin Priorität genießt? Ich zweifle daran. Im Ausschuss habe ich mir gewünscht, gemeinsam darüber nachzudenken, wie diese sinnvolle und nützliche Schulsozialarbeit gegen die allfällige Budgetbeschränkung am Leben bleiben kann. Doch leider musste ich mir anhören, von Ihnen anhören, dass Sie sich von den Piraten nicht die Bedeutung der Arbeit der Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter erklären lassen müssen. Ein bisschen kam ich mir davor wie ein Deppenschüler, der zur vorvorherigen Jahrhundertwende, der kurz davor steht, von seinem Oberschullehrer die Eselsmaske aufgesetzt zu bekommen. Das kam bei mir nicht besonders wertschätzend an, Herr Minister Schneider. Ich wünsche mir konstruktives, gemeinsames Pläne schmieden über alle Fraktionsgrenzen hinweg. Gerade dann, wenn man ein Erfolgsmodell hat, das alle gut und richtig finden. Aber jetzt stehe ich da und muss meine Energie wieder einmal in den parlamentarischen Ritus des gegenseitigen Schuldzuweisens stecken. Wann kommt endlich der Moment, in dem wir uns darauf verlassen können, dass eine gemeinsame positive Bewertung von Projekten auch zu konsequentem gemeinsamen Handeln führt? Ich wäre der glücklichste kleine Olaf weit und breit, wenn Sie mir diese politische Verlässlichkeit unter den Weihnachtsbaum legen könnten. Denn im Grunde genommen sehne ich mich nach Kooperation und Konsistenz. Doch nun zurück zum parlamentarischen Ritus. Wenn man zwischen den verbalen Luftnummern und dem konkreten Handeln in dieser Frage unterscheidet und wenn man lediglich die Fakten analysiert, gibt es nur eine Erklärung. Die Budgetierungsprioritäten wurden klangheimlich geändert und Sie wünschen sich nun nichts sehnlicher, als dass alle nicken und erwachsen traurig sind über die schlimmen Sachzwänge und nun ganz pragmatisch zur Tagesordnung übergehen. Das geht mit uns Piraten nicht. Unsere Prioritäten basieren auf unseren Werten, auf unveräußerlichen Werten. Sie werden einwenden, dass das auch für Sie gilt, Herr Minister Schneider. Doch ich, in meiner Fundamentalismusparanoia, finde keine andere Erklärung für Ihr Verhalten als wertebasierte Entscheidungen halten nur bis zum nächsten Budgetengpass. Die Betrachtungen der 226 Seiten, in denen nichts über Schulsozialarbeit steht, erhärten diese Annahme. Sie wollen die Kommunen, Schulsozialarbeiter und Kinder im Regen stehen lassen. Bereits jetzt können wir die Folgen Ihrer Budgetpolitik sehen. Viele Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter verlassen bereits jetzt blutenden Herzens die Schule, weil sie ja ihren Lebensunterhalt planen müssen. Denn von ihrem Mantra des Einsatzes für gute Arbeit können auch gute Fachkräfte keine Mieten zahlen oder Currywürste kaufen. So einfach ist das. Hier stirbt gerade eine über Jahre aufgebaute Infrastruktur. Und warum? Weil keine nachhaltigen Werte geschaffen werden.
weil die Arbeitsplätze dieser so beklatschten Fachleute abgeschafft werden, weil die Finanzierung dieser so ehren- und sinnvollen Arbeit nicht verstetigt wird. Wer soll dann auch glauben, dass es Ihnen tatsächlich ernst war mit der Konzeption der Schulsozialarbeit? Noch einmal. Achten Sie bitte auf die Redezeit. Okay. Darum kann es für uns keinen anderen Weg gehen, als die Forderung aufrechtzuerhalten, die wegfallenden Subventionen für die Schulsozialarbeit 1:1 zweckgebunden zu kompensieren. Sie wollen kein Kind zurücklassen, sagen Sie, dann stellen Sie bitte auch die Mittel dafür zur Verfügung. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege.